Nach einem Streit mit David zieht Costa aus der Herberge aus und wohnt im Bus. Emily will, dass David ihn zurückholt, aber der weigert sich. Aus Solidarität zieht sie auch in den Bus. John möchte unbedingt das Mädchen aus dem Schloss kennenlernen und wirft eine Nachricht durch ein Fenster. Als die Antwort auf sich warten lässt, bietet Vincent ihm einen Handel an. Wenn John ihm sein Fernglas überlässt, würde er ein Treffen mit dem geheimnisvollen Mädchen arrangieren.